Im überwiegenden Zahl sind es Männer, die nebenbei bemerkt auch in der Öffentlichkeit der Vergangenheit eine wesentlich größere Rolle gespielt haben. Nichtsdestotrotz sind also Frauen bei Weitem unterrepräsentiert, aber es gibt also jetzt den Trend, hier also etwas nachzuadjustieren, wobei in vielen Fällen dann die erste Akademikerin, die erste Ärztin, die erste Gemeinderätin, die erste Landtagsabgeordnete und ähnliches mehr, also in manchen Fällen im Bemühen hier nachzuholen, ist vielleicht die Auswahl nicht optimal, aber auch hier sind es in vielen Fällen natürlich die Inländerinnen, die Grazerinnen und dass es also auch irgendwelche bedeutsame Frauen außerhalb der Steiermark gibt, hat sich also im Grazer Straßennamensgut noch nicht herumgesprochen. Ja, die Gemeinde hat also im Laufe der letzten 100 Jahre deutlich den Überblick verloren. Es gibt also halb Prominente, die mit Vornamen und ohne Vornamen vergeben sind. Es gibt also in manchen Fällen den Glauben, dass also der Familienname wirklich in Wirklichkeit der Vorname wäre, wie bei Konrad von Hötzendorf. Es gibt also Namen, die deutlich aus bestimmten politischen Gesichtspunkten angeschafft oder auch wieder abgeschafft wurden. Und es gibt also eben keine objektivierten Kriterien. Und insgesamt möchte ich noch loswerden, dass also Straßennamen drei Bedeutungen haben, die mir hier einfallen. Das eine ist also das Straßennamensdenkmal, sei es also ein Flurname, eine Person oder irgendein Zusammenhang. Das zweite ist die Orientierung, die damit traditionell gegeben ist, siehe also die Dörfer, wo also dann in manchen Fällen die Hausnummern kreuz und quer nach historischem Wachstum gehen. Das ist also eben bei Straßennamen links die Ungeraden, rechts die Geraden, beim Plätzen rundum und ein Name dazu eigentlich recht gut geordnet für Briefträger, Besucher und Bewohner. Und das Dritte, was mir wichtig erscheint, ist die Identifikation, die für den Bewohner gegeben wird. Der Name seiner Siedlung, seines Bezirks und dann auch ganz bewusst seiner Straße. Man lebt eben in der Herrengasse oder in der Griesgasse oder am Ruckertlberg und das gibt also auch irgendeine lokale Einbindung, die sozial mir recht wichtig erscheint. Eckenberg ist auf der einen Seite in seinem Wachstum wesentlich jünger als die inneren sechs Bezirke, daher sind andere Interessen da. Auf der anderen Seite wurde bei der Eingemeindung 1938 viele Bildungsnamen, die es auch im Markt Eckenberg gegeben hat, abgeschafft, weil es eben die Goethestraße und die Schillerstraße schon in der inneren Stadt gegeben hat und die hat daraufhin eben Privileg gehabt. Und es sind also die ehemaligen Flurnamen oder lokale Prominente, etwa abgesetzte Bürgermeister aus der Vergangenheit, natürlich in Eckenberg häufiger für Eckenberg und in der inneren Stadt ist gleich in dem Fall die ersten sechs Bezirke nach einer anderen Perspektive. Auf der einen Seite sind also die Namen aus dem Ständestaat etwa abgeschafft und durch nationalsozialistische Personennamen ersetzt worden. Auf der anderen Seite sind insgesamt hat die Nazi-Prominenz hier Niederschlag gefunden in den Grazer Straßennamen. Das ist de facto 1945 im Mai abgeschafft worden, de jure interessanterweise erst 1946 durch einen Beschluss. Und beispielsweise die Annenstraße war dann die Krefelder Straße, aber diese kurzfristigen, nur 1000 Jahre unter Anführungszeichen dauernden Namen haben sich also in Graz eigentlich nicht durchgesetzt, genauso wenig wie die Bezirksbezeichnungen, die also im Nationalsozialismus eingeführt wurden und wo die NSDAP sich selber an die traditionellen Bezeichnungen wie Eckenberg und Gösting gehalten hat und nicht mit Graz Nordwest und Graz West und Ähnliches operiert hat. Da wollte man alles neu machen und umgekehrt auch noch alte Traditionen in diesem Sinn nicht weiter fortführen. Und im Großen und Ganzen ist das natürlich charakteristisch. Es sind also etliche Habsburgernamen mit der Republik Österreich beispielsweise abgeschafft worden, aber durchaus nicht alle. Wir haben weiterhin Kronprinz Rudolf und Kaiser Franz Josef und die Kaiserin Elisabeth und die Albrechtsgasse und die Heinrichstraße beispielsweise. Der Ständestaat hat sich dann also etwa mit Dollfuss ein Denkmal gesetzt. Dann kam eben der vorhin zitierte Nationalsozialismus mit rund zwei Dutzend Namen aus der Zeit. Und dann also in den Nachkriegsjahren sind auch wieder Personen gewürdigt worden, wo man dann wie bei vielen Straßennamen einige Jahre später sich fragt, war der eigentlich wirklich so würdig? Aber Straßennamen wiederum abzuschaffen, ist also eine sehr schwierige und aufwendige Geschichte, unter anderem, weil sehr viel geändert werden muss.
Und daher, wenn einmal ein Name eingeführt ist, ist die Tendenz, den möglichst lange zu behalten. Auf der anderen Seite sind immer wieder quer durch die Geschichte Umbenennungen erfunden worden, nicht nur aus politischen Gründen. Eckenberg ist auf der einen Seite in seinem Wachstum wesentlich jünger als die inneren 6 Bezirke, daher sind andere Interessen da. Auf der anderen Seite wurde bei der Eingemeindung 1938 viele Bildungsnamen, die es auch im Markt Eckenberg gegeben hat, abgeschafft, weil es eben die Goethestraße und die Schillerstraße schon in der inneren Stadt gegeben hat und die hat daraufhin eben Privileg gehabt. Und es sind also die ehemaligen Flurnamen oder lokale Prominente, etwa abgesetzte Bürgermeister aus der Vergangenheit, natürlich in Eckenberg häufiger für Eckenberg und in der inneren Stadt ist gleich in dem Fall die ersten 6 Bezirke nach einer anderen Perspektive. Eigentlich wird pro Jahr so 3 bis 8 Namen installiert, wobei also dann sehr massiv die Interessen der Genossenschaften und der Anrainer hier sind mit Vorschlagsrecht. Auf der anderen Seite das Kulturamt gewisse Interessen, das Straßen- und Brückenbauamt hat Interessen, diverse Lobby spielen mit und dann ist es eben die Frage, ob sie also dann am Birkenhang oder im Brunnen Trögel oder auf der Sonnenseite wohnen wollen oder ob sie irgendeinen alten Flurnamen oder einen verdienten Literaten, Vereinsobmann oder auch irgendeine zum Teil prominente Dame hier als Straßennamenspate erhalten. Na, das ist das übliche Prozedere. Es wird also auf der einen Seite die Genossenschaft Wünsche äußern, auf der anderen Seite wird also das Kulturamt eine Vorschlagsliste haben und hier wird also jetzt geschaut, in Abwägung der verschiedenen Interessen zu einem Kompromiss zu kommen. Manchmal spielen da auch politische Interessen mit eine Rolle und das ist also ein Vorlaufprozess, dessen Ergebnis sich also im Moment noch nicht absehen lässt. Ich denke daran, dass beispielsweise in Straßgang durch viele Jahre ein Teil der Straßen einfach durchnummeriert waren und das war dann später natürlich die Bühne, diese Nummern durch Namen zu ersetzen. Und in den ersten Jahren nach dem Nationalsozialismus sind einige 100 Straßennamen hier neu gekommen und in der Gegenwart sind es also eher wenige und dementsprechend gibt es eine reichhaltige Vorschlags- und Wunschliste.